Ja, hallo meine lieben Football-Freunde, herzlich willkommen zur Vorschau des Super Bowls Nr. 50. Ja, jetzt ist es endlich wieder soweit. Der Super Bowl findet statt morgen, beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit. Ja, um 0:30 Uhr. Ist die offizielle Anstoßzeit, ja, bei uns, ja, und zwar spielen da jetzt gegeneinander die Denver Broncos gegen die Carolina Panthers. Ja, die Broncos, der Sieger aus der AFC, ja, vielleicht doch etwas überraschend haben sie sich gegen die Patriots durchsetzen können in den Conference Finals und ja, insgesamt eine sehr gute Saison gespielt. Ja, die Regular Season hat man als Nummer 1 in der AFC beendet, mit einer Bilanz von 12 Siegen und 4 Niederlagen. Und ja, es war eine ja, sehr durchwachsene Saison, muss man sagen, von den Denver Broncos. Peyton Manning hat ja, nicht sehr gut gespielt, hatte dann auch eine Verletzung, musste dann aussetzen. Für ihn kam dann Brock Osweiler rein und ja, der hat eigentlich seine Sache sehr gut gemacht. Und zum Schluss ist dann Peyton Manning, als er wieder fit war, dann wieder reingekommen und ja, in den Playoffs hat er eigentlich sehr solide gespielt, hat zumindest keine gravierenden Fehler gemacht und deswegen ja, stehen die Broncos hier jetzt in der Super Bowl. Ja. Die Broncos sind jetzt schon insgesamt zum siebten Mal in der Super Bowl. Zweimal hat man sie gewinnen können in den Jahren 97 und 98. Ja. Und ja, damals noch mit Quarterback John Elway, der jetzt der General Manager ist und ja, das Sagen hat. Ja, und aber man hat auch schon einige Male die Super Bowl verloren, unter anderem vor 2 Jahren gegen die Seattle Seahawks, ziemlich deutlich und klar. Also ja, und viele Spieler waren auch schon vor 2 Jahren im Kader, die jetzt auch heuer im Kader sind. Also viele haben da ja dieses negative Erlebnis schon ja, gemacht und ja, deswegen. Das werden sicherlich die meisten nicht vergessen haben und ich denke, die Broncos sind auf alle Fälle sehr top motiviert, ja, dass sie diese Schmach da vor 2 Jahren wieder vergessen lassen wollen und ja, wenn man sich dann die Carolina Panthers anschaut, die haben eine ja überragende Saison gespielt. Auch da hat man es vor der Saison eigentlich nicht erwarten können. Ja, vor der Saison ist ja ihr Nummer 1 Receiver Calvin Benjamin verletzungsbedingt ausgefallen und ja, nicht viele Experten haben den Panthers hier wirklich so eine Saison zugetraut, aber sie haben ja wirklich eine überragende Saison gespielt, am Ende 15 von 16 Spielen gewonnen, also nur eine einzige Niederlage in der Regular Season. Und dann auch in den Playoffs hat man wirklich sehr überzeugend gespielt. Ja, gegen Seattle nach einer sehr starken ersten Halbzeit hat man dann am Ende noch knapp gewonnen und auch gegen Arizona, aber das war dann deutlicher. Gegen wirklich zwei sehr starke Teams in beeindruckender Manier gewonnen. Und ja, die Carolina Panthers ziehen jetzt zum zweiten Mal ja, in ihrer noch sehr jungen Geschichte. Sie sind ja erst 1995 in die NFL gekommen. Ziehen jetzt ein. Das letzte Mal waren sie ja, 2003, in der Saison 2003. In der Super Bowl, wo man nur ganz knapp gegen die New England Patriots verloren hat. Und ja, nur durch ein Field Goal in letzter Sekunde von Adam Vinatieri hat man da verloren. Wirklich eine sehr spannende Super Bowl. Ja, aber in diesem Duell sind die Panthers jetzt favorisiert, auch von den Buchmachern. Nicht nur aufgrund der stärkeren Saison, die sie im Vergleich zu den Broncos ja gezeigt haben. Und ja, nicht wenige tippen hier auf einen Sieg für die Panthers. Ja, was wird entscheidend sein? Natürlich die beiden Quarterbacks. Ja, auf der einen Seite der sehr erfahrene Peyton Manning, schon sehr lange in der Liga. Aber wie schon gesagt, es war nicht seine beste Saison und ja, altersbedingt ist er natürlich nicht mehr auf dem Level, wo er noch vor ein paar Jahren war. Und ja, es gibt auch schon Gerüchte, wonach es ja, das letzte Spiel von Peyton Manning sein könnte, unabhängig davon, ob die Broncos jetzt das Spiel gewinnen oder nicht.
die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, falls die Broncos das gewinnen sollten, dass er ja am Ende dann zurücktritt. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass bei einer Niederlage ja Peyton Manning dann seine Karriere beendet. Ich denke, ja, kann er auf eine wirklich sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken und ja, ich denke auch seine Mitspieler werden sicherlich alles dafür geben, um ihm diesen Abschluss zu ermöglichen mit seinem zweiten Super Bowl Sieg. Ja, für Peyton Manning ist es ja schon insgesamt die vierte Super Bowl Teilnahme. Einmal hat er mit den Colts gewinnen können. Und einmal hat er verloren gegen die Saints und wie gesagt vor 2 Jahren eben mit den Broncos gegen die Seahawks verloren. Ja, auf der anderen Seite der junge Cam Newton, der eine wirklich starke Saison gespielt hat und sicherlich auch der Favorit auf den MVP-Titel ist in dieser Regular Season. Und ja, vor allem ja auch über den Lauf sehr starker Quarterback ist, sehr groß gewachsen und das wird nicht leicht für die Broncos Defense hier Cam Newton zu stoppen. Ja, die große Stärke von den Panthers ist das Laufspiel mit Running Back Jonathan Stewart. Aber ich habe schon angesprochen, die Denver Broncos haben die stärkste Defense in der ganzen NFL. Sie sind die Nummer 1 und ja, in der Vergangenheit hat man schon oft gesehen, dass die Mannschaft mit der stärkeren Defense dann das Duell für sich entscheiden konnte. Also das wird sicherlich auch ein ausschlaggebender Grund sein. Aber man darf natürlich auch die Defense der Panthers nicht vergessen, die auch ziemlich stark ist, allen voran Linebacker Luke Kuechly, sicherlich der Leader in dieser Defense, unglaublich stark, hat auch in den Playoffs jeweils eine Interception zum Touchdown zurückgetragen und ja, ein Spieler, der einfach überall auf dem Feld ist und Peyton Manning musste wirklich aufpassen, dass er hier keine Turnovers produziert. Ja, was man auch ansprechen muss, ist, dass ein anderer Linebacker von den Panthers, nämlich Thomas Davis, hat sich ja im Conference Final gegen Arizona den Arm gebrochen, wurde dann ja sofort auch operiert und er wird ja sogar spielen können. Also sicherlich etwas riskant und er wird sicherlich nicht bei 100% sein, also nicht ungefährliche Situation. Ich denke, die Broncos ja können das vielleicht ausnutzen, dass er da nicht bei 100% ist. Auch Defensive End Jared Allen war die ganze Zeit jetzt verletzungsbedingt wegen einer Fußverletzung nicht dabei und auch er war doch fraglich für den Super Bowl, aber auch er wird auf alle Fälle spielen können. Mal sehen, wie ja eingeschränkt diese beiden Spieler sind wegen ihrer Verletzungen. Das könnte sicherlich auch eine Rolle spielen, muss man sagen. Ja, wenn man sich die Broncos Offense ansieht, wie gesagt, die Offense ist natürlich nicht ganz so stark wie die der Panthers. Die Broncos müssen auf alle Fälle vermeiden, Turnovers. Turnovers müssen sie vermeiden. Das könnte wirklich dann deutlich werden für die Panthers, wenn die Broncos nicht aufpassen auf den Ball. Wie gesagt, Peyton Manning, das Laufspiel muss funktionieren mit den Running Backs CJ Anderson und Ronnie Hillman. Beide sehr solide Running Backs und ja, auf das Laufspiel muss halt eben funktionieren. Ja, und auch das Passspiel wird sehr entscheidend sein, wo die Broncos meiner Meinung nach sicherlich einen Vorteil haben gegenüber den Panthers. Sie haben die besseren Receiver, vor allem die Demaryius Thomas und Emmanuel Sanders sind doch um einige stärker als jetzt zum Beispiel Ted Ginn und ja, Jericho Cotchery, Corey Brown und Devin Funches. Dafür haben die Panthers auf Tight End eine wirklich gefährliche Waffe mit Greg Olsen. Das wird sicherlich nicht leicht für die Broncos, ihn zu stoppen. Da müssen sie wirklich aufpassen auf ihn auch. Und ja, aber ich denke, das ja, ganz wichtige Duell wird vor allem sein, die Broncos Defense, der Pass Rush gegen die Panthers Offensive Line. Ich denke, wenn die Panthers eine Schwäche haben, dann wahrscheinlich in der Offensive Line bei den beiden Tackles, sowohl Left Tackle Michael Oha, der schon mit den Baltimore Ravens einmal die Super Bowl gewonnen hat, und der Right Tackle Mike Remmers sind doch nicht die besten. Und auf der anderen Seite haben die Broncos mit der Von Miller und dem Marcus Ware wirklich zwei sehr gute Pass Rusher. Das wird sehr, sehr entscheidend sein, denn wenn die Broncos wirklich hier das Spiel gewinnen wollen, müssen sie Quarterback Cam Newton unter Druck bringen und ihn zu Fehlern zwingen, denn ja, nur dann hast du eine Chance bei der einzigen Niederlage in dieser Saison von den Panthers gegen Atlanta.
Da ist Cam Newton am meisten unter Druck gesetzt worden in all diesen Spielen und da hat er dann auch Fehler gemacht. Also das muss der Schlüssel sein für die Broncos. Ja, und für die Panthers, sie müssen natürlich da wirklich aufpassen auf die beiden Pass-Rusher, auch Von Miller und DeMarcus Ware. Und das wird ganz, ganz wichtig sein, dass da die O-Line hält und dass man Cam Newton wirklich sehr gut beschützen kann, dass er ja, seine Receiver findet. Ja, und das wird sicherlich ein sehr entscheidendes Schlüsselduell sein. Ja, ich gehe mal von einem sehr knappen Spiel aus, auch wenn viele die Panthers klar favorisieren. Ja, und da werden natürlich auch die Special Teams entscheidend sein. Ein Fehler, ein Fumble, ein Turnover kann da einiges entscheiden oder auch ein sehr guter Kick Return oder Punt Return, vielleicht sogar ein Touchdown. Bei den Special Teams kann da ja, wirklich einen großen Ausschlag geben. Und ja, auch ein verkicktes Field Goal oder Extrapunkt kann am Ende wirklich den Ausschlag geben. Deswegen sind die Special Teams sicherlich auf beiden Seiten auch ganz wichtig und nicht zu verachten. Ja, wie schon gesagt, auch wenn ja, viele auf einen kleinen Sieg der Panthers tippen, da sie doch der Favorit sind, ich glaube, es wird auf alle Fälle ein enges Spiel, da die Broncos Defense wirklich gut ist und ich denke, die Panthers Offense wird da wahrscheinlich nicht so viele Punkte machen wie zuvor gegen Seattle oder auch gegen Arizona. Ich glaube auch nicht, dass es ein Highscoring geben wird, also es wird eher Lowscoring sein. Ja, und wie man an meiner Adresse sehen kann, bin ich natürlich nicht also bin ich parteiisch, also ich bin ein Carolina Panthers Fan und ja, deswegen drücke ich natürlich meinen Panthers die Daumen und hoffen, dass sie die Super Bowl gewinnen. Wäre natürlich toll. Ja, wieso bin ich Panthers-Fan? Ich bin schon, wie gesagt, sie waren ja vor 12 Jahren in der Super Bowl 38, waren sie ja das erste Mal dabei. Das war eigentlich ja, die erste Super Bowl, die ich so richtig live gesehen habe gegen die Patriots. Und ja, damals haben mir die Panthers wirklich sehr gut gefallen. Und ja, seitdem drücke ich ihnen die Daumen. Wie gesagt, ja, jetzt schon 12 Jahre lang. Und ja, jetzt sind sie wieder in der Super Bowl und ich freue mich wirklich. Und ich, ja, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn sie das schaffen sollten. Ja, falls ihr meine vorigen Videos noch nicht gesehen habt, ich habe ja jetzt in den Playoffs eigentlich immer gegen meine Panthers getippt. Also ich habe immer auf einen Sieg von Seattle und dann auch auf einen Sieg von Arizona getippt. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ja, es hat bis jetzt funktioniert und deswegen mache ich es auch hier in diesem Super Bowl Nummer 50. Ich tippe auf einen knappen Sieg der Denver Broncos, aber ich hoffe natürlich, dass am Ende meine Panthers gewinnen. Ja, wenn ich ein Ergebnis sagen müsste, wie gesagt, es wird, glaube ich, Low Scoring, deswegen würde ich eher ja, sagen, so etwas im Bereich von ja, 17 zu 14 ungefähr, ja, in dem Bereich. Ich glaube nicht, dass wir so viele Touchdowns sehen werden, da, wie gesagt, beide Defenses sehr gut, ist, aber, gut sind, aber ja, wie gesagt, mein Tipp, die Broncos und ja, Daumen drücken für meine Panthers. Ja, und ja, das war jetzt hier meine Vorschau hier zu diesem Super Bowl. Ja, Super Bowl Halftime Show wird es auch geben, diesmal mit Coldplay und Beyoncé. Die Hymne wird von Lady Gaga gesungen, also auch drumherum gibt es da einige Highlights. Und ja, und jetzt seid ihr dran. Ja, jetzt möchte ich genau wissen, was tippt ihr? Also auf wen setzt ihr? Wer glaubt ihr, wird die Super Bowl Nummer 50 gewinnen? Entweder die Broncos oder die Panthers? Und auch, ja, wem drückt ihr die Daumen? Wem würdet ihr mehr gönnen? Seid ihr auch entweder Fan von den Panthers oder Broncos oder seid ihr da eher neutral und wollt ein spannendes Spiel sehen? Würde mich gerne interessieren, wie ihr das so verfolgt. Ja, und was mich auch gerne interessieren würde, ja, wo schaut ihr? Mit wem schaut ihr? Schaut ihr zu Hause bei euch vor dem Fernseher alleine mit Freunden oder vielleicht seid ihr sogar auf einer Super Bowl Party irgendwo in einem Lokal? Würde mich gerne interessieren, wie ihr den Super Bowl so schaut und ja, ob ihr ja bis zum Ende durchschauen werdet. Wird ja wahrscheinlich bis 4 oder 5 Uhr in der Früh dauern und ja, ich habe mir natürlich den Montag freigenommen, damit ich ja ganz in Ruhe dann noch schlafen kann.
Wie sieht es bei euch aus? Ja, habt ihr euch auch freigenommen oder macht ihr vielleicht sogar durch? Würde mich wirklich gerne interessieren und was ich dann auch gerne wissen möchte, was gibt es so bei euch zu essen, beziehungsweise was ist für euch eigentlich Pflicht beim Super Bowl? Ja, Burger, Chicken Wings, ja, Pizza, Nachos, Chips. Wo sagt ihr, das muss auf alle Fälle auf einer Super Bowl Party dabei sein? Das würde mich auch gerne interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare, ja. Wie gesagt, das war jetzt meine Vorschau zu diesem Super Bowl. Ich freue mich auf alle Fälle. Ich denke, es wird sicherlich spannend. Und ja, ich bedanke mich jetzt, dass ihr dieses ja, Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und Go Panthers!